Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:53 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Und wir bereiten uns aktuell vor auf unseren Ausbruchtrade aus der Markteröffnung im deutschen Aktienindex. Wir haben in der ersten Handels Stunde jetzt 55 Minuten eine Trading Range von 55 Punkte. Wir werden die Box verkleinern müssen und werden uns jetzt auf das Hoch konzentrieren der Bewegung, und das liegt dann knapp über dem Daily Pivot, und werden dann hier uns langsam rantasten müssen. So. Siebzehn Punkte. So, das würde bedeuten Short bei 12.617, Long bei 12.634, ein Risiko von 0,20. Und das Ganze wird jetzt scharf geschalten. Also die Box mit 17,36 Punkte heute, Short bei 12.617, Long bei 12.634. Und ich werde mich dann gleich zur Markteröffnung noch einmal melden. So, wir sind schon, es ist 1:09 Uhr und wir sind im Trade Nummer 1 Long im Markt. Ich nehme mal das Tool zur Seite. Das heißt, unser Gewinnziel liegt jetzt bei Trade Nummer 1 bei 12.644. So, 9 Uhr, und wir fehlt noch 2, 3 Punkte hier zu unserem Gewinnziel. 43 und 41. 2 Punkte haben gefehlt. Gucken wir mal, ob wir da hier noch weiter nach oben ausbricht. So, wir sind im Trade Nummer 2. Also, er hat 2 Punkte haben gefehlt. Hier 12.608 liegt jetzt unser Gewinnziel für die zweite Position. So, 12.612, uns fehlen noch 4 Punkte. So, noch 2 Punkte. Mal gucken, ob er den Schritt hier macht. Einmal schon angeteasert. Wir sind wieder auch unter dem Daily Pivot. Wir haben das Gap von gestern geschlossen für den Xetra-Preis. Könnte also sein, dass es jetzt hier weiter in Richtung Süden läuft. Also 12.612 aktuell. Jetzt hier auch nochmal ein kurzes Update. Es ist 9:12 Uhr und wir sind im Trade Nummer 2. Und es sieht danach aus, zumindest, dass wir in Trade Nummer 3 gleich reinbuxiert werden. Uns fehlte ein Punkt zu unserem Gewinnziel. Das ist sehr häufig der Fall, dass ein Punkt gerade dann der Markt anfängt zu drehen. Ich melde mich dann gleich nochmal. Es ist 9:13 Uhr und der Trade Nummer 3 läuft. Will der liebe Börsengott uns heute in so ein Hedge wieder reinfügen, nachdem wir gestern erfolgreich den Hedge geschlossen haben? Schauen wir mal. Also, Trade Nummer 3 läuft. 4 können wir auch nochmal. Ab Trade Nummer 4 würden wir uns dann uns überlegen, dann abzuhatchen. Also, ich melde mich gleich nochmal. So, wir sind in Trade Nummer 4. Also, der vierte Trade. Und jetzt schauen wir mal, ob der Markt jetzt unten wegbricht. Ansonsten, wenn wir in Richtung nach oben laufen, dann werden wir uns abhatchen. Wir sind im vierten Trade. Und wir sehen, wir brauchen jetzt nochmal die 12.606. Schauen, ob wir die gleich erreichen. Und wir sind draußen, ein bisschen mehr verdient. Wir könnten jetzt sogar noch ein bisschen mehr reinnehmen, aber ihr habt es live gesehen. Der vierte Trade. Mit ein bisschen mehr Gewinn sogar, das Risiko hat sich gelohnt. Ich zeichne mal kurz die Trades ein.
Wir sehen jetzt auch, es ist 9:29 Uhr, Markt dreht jetzt nach unten durch. Wir hätten jetzt noch ein bisschen warten können, aber es ist Trade Nummer 202, meine Damen und Herren, weil wir gestern Hedge hatten. Trade Nummer 202 in Folge. Ich kann dazu auch nichts mehr zu sagen, als dass wir uns morgen wiedersehen und 7:45 Uhr morgen, wenn ihr Lust habt, und gute Trades noch euch noch.